Ja, jetzt sind wir mal unterwegs zu einem Bergsee in ca. 1500 Meter Höhe. Das ist der Arnensee. Wir sind jetzt hier so auf 600 Meter, kommen so langsam jetzt in die Berge rein. Wetter ist super. Ja, mal schauen. Vor uns rechts, der so aussieht wie eine Pyramide, das ist der Niesen. Also wie Schnupfen. Verlassen Sie die Autobahn in einem Gebiet an der Ausfahrt 18. Vorne sehen wir jetzt das Schloss Wimmis. Das macht Spaß. Der ist ja nur 700 Meter lang. Wir haben jetzt hier mal einen kleinen Zwischenstopp gemacht in Sahnen. Weil hier gibt es eine sehr schöne Kirche mit Malereien. Wollen wir mal gucken, ob sie offen hat. Das Schöne ist, der Parkplatz, der ist zwar gebührenpflichtig, aber zwischen 12 und 2 ist hier Parken umsonst. Und jetzt ist es 12.30 Uhr. Glück muss man haben. Und diese typischen Brunnen, die wir nun gestern auf unserer Wanderung so vermisst haben. Und das ist immer Trinkwasser. Ja. Ich glaube, die ist zu. Vielleicht ist doch die falsche Tür. Gehen wir mal weiter. Friedhof. Hat offen zur Besichtigung. Also hat sich's doch gelohnt. Wunderbar. Schauen wir mal. Thank you.
Und was jetzt ganz toll ist, hier nebenan gibt es sogar eine Toilette. Und das Haus hier, das ist von 1784. Samuel Würstenhaus. Mal schauen, wie viel Grad wir heute haben. 29 Grad. Wir sind hier 1000 Meter hoch. Und dieses Haus hier ist auch, das sieht ja auch toll aus. Das zeigen wir euch gleich mal. Erstmal gucken, das Salzhüsi von 1757. Schöner, ruhiger Dorfplatz. Alpenröstli. Das Haus wurde 1842 erbaut. Obwohl oben 1800 dran steht. Hier ist nochmal so ein Übersichtsplan von dem Ort. Also hier könnte man gut und gern mal einen extra Ausflug hin machen. Das lohnt sich. Hier sind die ganzen blauen Punkte, sind alles so Sehenswürdigkeiten. Wird dann hier so erklärt, alles schön. Und einen Plan kann man sich dann auch mitnehmen, wer es will. In Englisch, Französisch und in Deutsch. Sehr schön. Schlagsahne nennt man in der Schweiz Niedle. Schön hier. Natürlich mit Trinkwasser. Und das Haus da drüben ist auch wieder so schön. Und auf unserem Rundgang entdeckt man hier noch so einen schönen Oldtimer. Keine Ahnung, was das ist. Fabrikat. Also wenn jemand von euch weiß, was das für ein Fabrikat ist, der schreibt uns das mal in die Kommentare. Würde uns mal interessieren. So, wir sind, wie ihr jetzt ja unschwer seht, auf dem Bahnhof. Und hier steht so ein historischer Triebwagen. Der ist leider schon ein bisschen kaputt. Aber das Ding sieht ja echt klasse aus. Da schlägt das Herz eines Eisenbahners wieder höher. Und da ist der Bahnhof. Schön im Blumenschmuck. Na, da gehen wir gleich mal dran vorbei. Schöne, gemütliche Sitzecke hier im Schatten. Jetzt kommt noch mal was Schönes.
Das war jetzt eben die Mautzahlstelle. Wir mussten 5 Franken für die Benutzung entrichten. Komisch ist nur, die Schranke geht dann auf und man hat nur 20 Sekunden Zeit, wieder einzusteigen und loszufahren. Das kann ganz schön knapp werden. Oh ja. Na, deswegen bist du auch so gerannt. Genau. Das ist ein Vorteil, dass dieser Mietwagen hier eine Rückwärtskamera hat. Da kann man schön im fremden Gelände ganz leicht rückwärts fahren. Der Steinschlag, aufpassen. Das jetzt hier ist der Arnensee. Der ist auf 1500 und ein paar Meter. Schön. Jetzt kommt ein Oldtimer. Der See hier links. Und eine Bank im Schatten. Die erste im Schatten. Und ja, hier stehen eine Menge Bänke, aber die ist hier endlich mal im Schatten. Das ist unsere. Hier müsste eigentlich ein Wasserfall runterkommen. Sieht ausgetrocknet aus. Stimmt aber nicht. Denn oh, wie schön. Sieht ja schön aus. Muss man nach oben gehen mit der Kamera, das muss ich euch zeigen. Jetzt, ja.
Ist das toll? Zurück. Das ist ja eine eigenartige Blüte hier. Das ist doch mal ein tolles Wurzelwerk. Oh, schön, Mensch. Da waren wir vorhin. Der Weg jetzt hier, der ist viel schöner als der Hinweg. Aber für einen Wochentag ist es hier auch erstaunlich stark besucht. Das hätten wir jetzt nicht erwartet. Am Hang lang zu laufen, ist schon etwas mulmig für uns. Oh, sieht das traumhaft aus hier. Engstelle hier durch, wunderschön. Hier wächst ein Baum um die Ecke. Felsen hier und da die Wurzeln dran. Also, was die Natur alles so macht, toll. Das schick aus. Thank you.
Ein kleiner Wasserfall kommt hier runter. Ja, schön. Ein Ameisenhaufen. Hier am Ende steht jetzt ein Rasthaus. Ist ja ordentlich besucht. Das ist aber nichts für uns. Hier kann man sich Boote ausleihen. Ein Glitzersee und ein richtig schöner Wind. Der See ist jetzt direkt hinter uns. Hier ist er. Naja, wir stehen so halb im Schatten. Und Sesam, öffne dich. Getränkevorrat, das ist ganz wichtig. Also jetzt sind wir auf dem Rückweg, die schmale Straße wieder zurück. Eigentlich dürfte uns überhaupt nichts mehr entgegenkommen. Später Nachmittag. Aber wir sind schon einigen Autos begegnet. Oh, schön, die Felsen hier vor uns.
oder? Vierter Steigstart. Ja. Also, neue Straße. Oh je, das ist eine krumme Fahrerei jetzt hier. Wunderbar. Das wäre es jetzt gewesen, wenn die Schranke nicht hochgegangen wäre.